Hallo und herzlich willkommen in IQ's Kitchen. Heute möchte ich euch ein neues, schnelles und super einfaches Rezept vorstellen, was auch von euch ganz oft angefragt wurde, und zwar eine Alternative zu dem hier, also dem Dr. Oetker High Protein Pudding Crease, und das Ganze als Eigenvariante. Leute, das geht so einfach. Ich habe wirklich das Originalrezept studiert, um die perfekte Rezeptur für euch herauszufinden. Ich werde euch hier zeigen, wie wir das Ganze zusammen machen. Unten in der Videobeschreibung verlinke ich euch dann das Ganze nochmal mit den entsprechenden Mengenangaben und Zutaten. Dann könnt ihr das daheim direkt mal ausprobieren. Ich habe hier soweit alle Zutaten vorbereitet. Wir brauchen einmal Hartweizen-Crease. Dann brauchen wir natürlich noch für die Proteinkomponente das hier, ein Vanilleprotein. Ihr könnt auch einen anderen Geschmack nehmen. Das ist übrigens das Protein, mit dem ich am liebsten arbeite. Warum? Es ist ein Whey-Casein-Mix und das ist gerade für solche Speisen perfekt geeignet. Es wird richtig schön cremig und macht auch lange satt. Verlinke ich euch auch mal. Mit dem Code IQ spart ihr immer 10% auf die Bestellung bei MoNutrition. Und ich bedanke mich natürlich an der Stelle auch für den Support. Dann werde ich das Ganze nochmal geschmacklich verfeinern. Und zwar mit meinem absoluten Lieblings-Chunky-Flavor. Freunde, das ist ein zuckerfreies Aromasystem. Chunky-Flavor nennt sich das. Werde ich euch auch mal unten in der Beschreibung verlinken. Hat pro Portion nur 9 Kalorien und schmeckt so unfassbar lecker. Einfach in den Quark gerührt oder eben für so ein Rezept perfekt. Checkt das ab, gerade wenn ihr auf Diät seid und mal Lust habt auf was Süßes, ist das hier wirklich eine tolle Möglichkeit, eure Süßspeisen ohne Kalorien zuzubereiten. Dann brauchen wir noch ein bisschen Johannesbrotkernmehl, wirklich nur eine Messerspitze, um das Ganze aufzuschlagen. Falls ihr euch fragt, wofür das gibt dem Ganzen so ein bisschen mehr Volumen, mehr Fluff, wie das eben für so einen schönen cremigen Grießpudding gehört. Und ansonsten nur noch Wasser. Und das ist alles. Als Basis werden wir auch wieder eine Art Proteinpudding zubereiten. Werde ich euch auch mal unten in der Beschreibung verlinken, weil ganz ehrlich, den Proteinpudding, den muss jeder von euch mal kennenlernen, Freunde. Wir beginnen damit, einfach mal die Trockenzutaten zu vermengen. Und zwar brauchen wir 25 Gramm Grieß. Und nicht wundern, ich nehme jetzt hier die große Schüssel und werde das dann zum Dekorieren in eine kleinere geben. Dann brauchen wir 40 Gramm Proteinpulver. Ihr könnt auch normales Whey-Protein nehmen, aber wenn ihr mir vertraut, mit diesem wird es wirklich besonders cremig, versprochen. Perfekt. Wir arbeiten hier ganz genau, Freunde. Dann brauchen wir noch ein bisschen Chunky. Ich nutze davon vielleicht so 3 Gramm. Das hat gerade mal wie viel? 9 Kalorien. Und wie gesagt, das Ganze komplett zuckerfrei. Und dann brauchen wir noch Wasser. Und zwar sind das so um die 350 Milliliter, was für diese Portion auf jeden Fall ausreicht. Ihr könnt das im Topf zubereiten. Das findet ihr auch unten in der Beschreibung als Rezept verlinkt, oder ich mache die schnelle Variante in der Mikrowelle, weil ganz ehrlich, wenn der Heißhunger kommt, dann muss es eben schnell gehen, und das ist wirklich das perfekte Heißhungerrezept. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt, und das kommt jetzt in die Mikrowelle. Hier haben wir jetzt den heißen Grieß. Der ist jetzt natürlich noch nicht ganz fest, aber schaut euch mal diese schöne cremige Konsistenz an. Wahnsinn. Wenn ihr das jetzt noch ein bisschen runterkühlen lasst, ist es wirklich perfekt. Und was ihr jetzt machen könnt, nachdem es runtergekühlt ist, so eine Messerspitze. Wir machen das jetzt einfach mal exemplarisch. Und dann seht ihr auch mal, wie viel man braucht. Also dadurch, dass jetzt eine größere Portion ist, ne, hiervon, bam, ein bisschen was rein. Das schmeckt so schon lecker. Und jetzt schlagen wir das Ganze mal auf. Jetzt ist es perfekt, versprochen. Schaut euch einfach mal an, wie das jetzt aussieht, wenn ich das hier reingebe. Der Rest wird nach dem Dreh ausgeschleckt natürlich. Hier wird nichts weggeschmissen. Mmh, eine richtig, richtig leckere Portion. So, was wir jetzt natürlich noch machen können, das Ganze noch toppen mit so ein paar Beeren. Ihr könnt frische Beeren nehmen oder Tiefkühlbeeren, die ihr vorher aufgetaut habt. Ich habe die jetzt einfach runtertauen lassen. Was natürlich auch super passt, ist eine Prise Zimt. Wisst ihr was? Das machen wir doch auch gerade noch. Ja, und das ist natürlich auch ein klasse Dessert, was ihr euren Kindern geben könnt. Aber auch mal, wenn ihr Gäste eingeladen habt. Einfach mal so eine gesunde Süßspeise vorstellen. Ich denke, da werden die sich auch drüber freuen. Könnt ihr jetzt auch warm essen als Frühstück. Oder ihr könnt das Ganze auch noch mal in den Kühlschrank packen. Mache ich zum Beispiel sehr gerne, dass ich das morgens vorbereite und dann abends esse. Dann wird die Konsistenz noch mal etwas dicker. Das könnt ihr natürlich nach eigener Präferenz machen. Und schaut mal bitte, Freunde.
Ja, ich werde euch jetzt hier an der Stelle auch mal die Nährwerte einblenden. Das ist für die ganze Portion. Ihr könnt euch das natürlich aufteilen auf zwei Portionen, wie auch immer ihr möchtet. Und ich freue mich natürlich sehr auf euer Feedback unten in den Kommentaren. Und wie gesagt, den Kanal unbedingt abonnieren, wenn ihr genau solche Rezepte feiert. Ich freue mich, euch dann beim nächsten Mal zu sehen. Oder natürlich auch auf Instagram. Folgt mir da sehr, sehr gerne. Und ich sage an der Stelle bye bye. Bis zum nächsten Mal aus IQ's Kitchen, Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen.